Herzlich willkommen zurück zu Civilization 6. Wir sind vor Aberdeen und ich möchte eigentlich diese Stadt erobern. Das Problem bloß an der ganzen Geschichte ist, wenn ich jetzt meinen Angriff hier führe, befürchte ich, dass irgendjemand anders die Stadt einnehmen kann. Deswegen müssen wir jetzt mal eine Runde Piano machen, glaube ich. Ich würde am liebsten würde ich ja den hier weg haben wollen. Also ich werde auf jeden Fall mal auf Nummer sicher gehen. Was habe ich mit dem vorgehabt? Der kann eigentlich hier bleiben. Ist vielleicht nicht schlecht, wenn einer zurückbleibt. Nee. Wir warten noch und schauen erstmal, was der Gegner macht, weil ich glaube, der kommt jetzt sowieso nicht rein. Das ist eine 40er Stärke, haben die. So einfach wird er da nicht reinkommen. So, was haben wir denn noch hier zu tun? Und sonst läuft alles, glaube ich. Ach, das ist auch einer von meinen. Das habe ich blöd gemacht. Da hätte ich mit denen darüber gekonnt. Na gut, dann lassen wir das jetzt so. Ah, das ist auch einer von meinen. Schriftsteller? Den kann ich doch nur in der Stadt anwenden, wenn ich dafür ein Gebäude habe, oder? Der da oben ist bald fertig. Vielleicht können wir da ein Gebäude noch schnell hinzimmern. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt greift keiner Aberdeen an, oder was? Nein! Nicht! Bitte nicht, 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 nicht! Wieso er mich angreift, das ist auch fraglich. Oder fragwürdigst. Nachdem ich eine Nicht-Marktwirtschaft gesehen habe, verstand ich plötzlich viel besser, was mir an einer Marktwirtschaft gefiel. Glück gehabt. Komme ich jetzt schon so rein? Wieso waren da nochmal Soldaten drin? Hab ich ein Dusel. Ja. Es war die richtige Entscheidung, da nicht reinzurumpeln, blindlings, aber es war auch verdammt knapp. Das hätte auch ganz schön in die Hose gehen können. Aber ich habe meinen Aberdeen wieder zurück. So, wir wollen die Stadt auf jeden Fall behalten. Wie schaut es mit der Loyalität aus? Die ist steigend. Schon mal sehr gut. Wir müssen aber trotzdem noch einen religiösen Menschen... Ah, die kommen hier angefahren. Okay, passt schon. Dann haben wir noch einen. Den können wir ausruhen. So, den Kameraden, den lassen wir auch zurücklaufen. Die stellen wir da unten hin. Einen Handwerker, was wollte ich mit dem machen? Oh, nee. Was wollte ich mit dem machen? Ach, den Steinbruch wollte ich ausbauen, genau. Dann haben wir... Reformkirche brauche ich eigentlich nicht mehr, doch mal einen Baum aufmachen. Machen wir mal Bauwesen, dann können wir Freiheitsstatue anfangen. Gewehr zwei Siedler. Okay, das wäre interessant.
Und wir können was bauen. Und jetzt, ich wollte mal gucken, ob wir was bauen können, wo wir was unterkriegen. Genau, das da, ein Amphitheater. Dann können wir nämlich da ein Kunst... Oder? Hoffe ich doch. Mal gucken. Große Literaturwerkplätze. Plus 2, okay. Ja, das müsste dann gehen. So, da sind wir auch nur noch 14 Runden. So, was ist? Bauen wir hier? Wir bauen jetzt erstmal eine Stadtmauer. Brauchen wir mal. Der macht mal... Muss ein Bezirk oder Wunder besetzen, dass ein leeren Platz des richtigen großen Werktyps hat. Ja, da müssen wir noch 14 Runden warten. Wie schaut's denn eigentlich mit dem anderen aus? Es gibt ja noch diese Unterhalter, aber da will ich... da habe ich noch keine Aktien im Spiel, da kriege ich so gut wie nichts. Da habe ich auch noch nicht die nötigen Gebäude dafür. Wissenschaftler hole ich 11, der holt 9, den hole ich ein, okay. Ah, das wäre cool. Tierschutz, da habe ich ja jetzt den Schriftsteller, da bin ich jetzt erstmal wieder außen vor. Ein 13 macht der, puh. Großer Künstler, der macht einen Haufen. 4,5. So, wie schaut's hier aus bei den großen Händlern? Da wäre ich zurzeit mache ich da glaube ich gar nichts. Das ist ein Problem. Ingenieur mache ich wahrscheinlich auch nicht viel. 3 Punkte, okay. Da habe ich noch zu wenig Industrie. 5 Punkte. Der macht einer 14. Naja, total wenig, ne? Mal nur 5. Ja, gut. Okay, jetzt haben wir das schon mal. Nö. So, dann. Nein. Ah, die Medici, die ist schon wieder stinkig auf uns. Okay, der hat seinen General geopfert, da müssen wir jetzt oben geben. Er ist ein militärisches Tier. Er rühmt sich mit Schießpulver und liebt Paraden. Okay, dann haben wir den Schießpulvermenschen. Ein Musketier auf gut Deutsch. Panzerschiff. Dampfschifffahrt. Was bringt mir das? Modernisierung, Groß-Zimbabwe. Ich habe noch nicht die Universitäten abgeschlossen. Ne? Nehmen wir erstmal das mit. Wobei... Besiegt eine Einheit mit dem Ritter, was braucht der? 2 Bombarden, die habe ich aber gar nicht. Ne, wir nehmen erstmal das mit. Der soll sich auch mal ausruhen. Belagerungsturm, wo kommt denn der jetzt her? Habe ich den gebaut? Anscheinend. Okay, die dürfen zusammenlaufen. Ah, da habe ich schon mal geschaut. Das ist mir schon wieder entfallen, aber es liegt auch schon wieder ein paar Tage seit dem letzten Mal. Sind schon wieder dazwischen, weil ich das letzte Mal gespielt habe. Handelszentrum bringt hier aber nichts. Ein Theaterplatz bringt nichts. Hafen. Hafen plus 3 Gold. Das wäre interessant. Die anderen als Unterhaltung. Das bringt nichts.
Aber so ein religiöses Ding. Weiß nicht. Plädiere ich doch eher für den Hafen, glaube ich. So, der kann eigentlich da bleiben. Aberdeen verliert schon wieder Loyalität. 1,1. Die werden wieder rebellieren. Ja, wir brauchen die Armee jetzt hier. Also einen Gouverneur haben wir drin. Steigert die Annehmlichkeiten. Kann ich die steigern hier? Halt. Monument reparieren? Nee. Da bräuchte ich aber erstmal was anderes, um die Annehmlichkeiten zu steigern. Da soll man die Stadtmauern vielleicht mal nicht bauen, würde ich mal sagen. Wenn ich da wieder rein muss, ist es vielleicht gescheiter, wenn wir lassen das so. So, der soll man nach Aberdeen. Der kann auch hier rausgehen. Also wenn einer rausgeht, dann ist es noch ein größerer Verlust, kann es sein. Ja, also Garnisonstruppen braucht man. Wo kommt der jetzt her? Müssen jetzt mal gucken, wo wir bauen können oder bauen müssen. Da ist ein Steinbruch, der ist aber schon gebaut. Da haben wir nichts Gescheites. Ah, wir können ja da unten mal die Plantagen ausbauen. Also Garnison erhöht die Loyalität. Nee, das fragst du jedes Mal alle paar Spielrunden. Schaut eigentlich da oben Loyalität aus, weil die wäre ja ziemlich bedrängt, aber da schaut es eigentlich ganz gut aus. Der soll mal das hier bauen. Katholizismus ist einer. Was bauen die eigentlich an hier? Das soll sich erstmal um Lebensmittel kümmern. Ach, da unten haben wir ja auch noch eine Stadt, fällt mir gerade ein, die haben auch was gegründet. Da bräuchte man vielleicht auch nochmal einen Handwerker demnächst. Ja, du bleibst erstmal hier stehen. Wieso wird der nicht repariert? Weil er außerhalb der Stadtgrenze ist, kann es sein. Wird eigentlich die Annehmlichkeit gesteigert dadurch? Nee, nur das nicht noch. Nee. Große Anziehungskraft. Viel Geld haben wir.
jetzt ungern ausgeben. Da ist ein. Dann lassen wir mal da reinfahren. Oh, die haben ein schönes Schiffchen jetzt. Ganz modern. 1560, fahren schon mit Bötchen rum mit modernen. Ja, Loyalität, das ist immer trotzdem so ein Problem. So, die rebellieren da auch. Wenn man der Bank 100 Dollar schuldet, hat man ein Problem. Wenn man der Bank 100 Millionen Dollar schuldet, hat die Bank ein Problem. Immer wieder schön zu hören, diese Sprüche. Oder Zitate, besser gesagt. Okay. Wie weit sind denn die Universitäten? Ich müsste doch jetzt mal Schiffswerft. Nee, ich wollte nicht kaufen, ich wollte mal gucken, ob die Universität hier gebaut ist. Da ist er auch gebaut. Oder? Nee. Ist da gebaut? Auch nicht. Ja. Dann müssen wir das anders machen. Das dauert sonst zu lang. Dass wir den Bergweg sowieso nicht schaffen, dann werden wir erstmal darauf auf Wissenschaft gehen. So, was ist mit dir? Dich schicken wir auch mal nach Aberdeen. Und Spion. Die Fähigkeit, Landhalter mit Glauben zu kaufen. Oh, das ist vielleicht dann noch ganz gar nicht so schlecht. Wobei ich allerdings auch nicht so viel Glauben hier requiriere. Eins, mal gucken, was wir bauen können. Brauchen wir schon Aquädukt eigentlich schon, aber ich. Das ist ein wenig ungünstig hier. Sind Schafstall abreißen. Handelszentrum. Ja, machen wir es halt. Schaut's denn hier mit Essen aus, aber schaut eigentlich ganz gut aus. Kann euch nicht viel passieren. Jo. Was ist mit den Franzosen eigentlich? Die sind immer noch so grimmig auf uns. Aha. Dass wir keine Bedrohung darstellen. Anscheinend haben die ziemlich große Streitmacht. Zumindest war ja auch vorhin einige Katapulte zu sehen. Die haben jetzt nicht unbedingt. Oh, da ist Kohle. Unbedingt mich ruhiger gestellt. Und ein bisschen besorgt bin ich schon, dass die hier plötzlich hier reinrumpeln. Eine Lore. Das treibt nie alle hier eigentlich.
So, den schicken wir mal. Den schicken wir dahin. Da waren gerade ein paar Musketiere. Können wir den... Oh, zu wenig Geld. Ah ja, da ist er noch. Oh, da ist er noch, ein Handwerker, sehe ich gerade. Wo ploppen die jetzt schon wieder hoch? Oh, Mann, Mann, Mann. Ah, der Gegner kommt schon wieder hier angetrabt. Salpeter brauchen wir auf jeden Fall. Und es geht nicht ohne Geld oder aus, beziehungsweise ohne Ausbreitung der Grenzen. Und Geld dafür habe ich zurzeit nicht. Die Schützen, die sind ziemlich stark, scheint so. Schiffswerft ist abgeschlossen. Auf dem Feld passiert zurzeit nichts, oder? Das? Ne, wohl nicht. Bin ich nämlich fast geneigt, ein Industriegebiet zu bauen. Ich habe sowieso viel zu wenig Industriegebiete. Nein! Ja, was ist denn eigentlich mit unserem... Oh Gott, das haben wir in 5 Runden gebaut. So, der hat dann die Fabrik fertig und dann kann er doch eigentlich eine Universität bauen. Oh, die greifen alle Frankreich an. Nee. Kann ich dir nicht geben, Madame. Und die machen Toronto. Nee, die machen Toronto. Die Franzosen wollen Toronto haben und die anderen sind eingestiegen. Ah, Gewehrschützen, die machen mir ein bisschen Angst. Toronto ist Kohle. Ist kein Wunder, dass die da reinrumpeln. Komme ich da hin? Ne, langt mir die Reichweite. Wieso holt er sich das da oben jetzt? Wissen wir nicht. Brauche ich nur zusätzliche Soldaten da unten? Eigentlich nicht. Du hast eine Fabrik gebaut. Du sollst eine Universität jetzt bauen. So, halt. Das wollte ich jetzt nicht. Hey, Dumfries. Ich will mal gucken, wie die Verteilung ist von den Menschen. Okay, das ist zu wenig. Ich brauche noch irgendwo einen, der nur Futter sammelt. Da oben haben wir Futter. Ja, sollten wir vielleicht auch da oben irgendwo... Da könnte man noch was mit Futter machen. Ja, da müssen wir jemanden hinschicken. Ja, da werden die gleich drin sein, oder? Sogar mit Seeunterstützung und so. Ne? Volles Register, was sie da ziehen. Verbesserung macht Straßen gerade. Okay. Wie schaut's denn eigentlich aus? Dunkle Zeit, ach du Scheiße, da habe ich mich gar nicht drauf konzentriert.
brauchen über 111, müssen wir sagen. Ja, jetzt können wir uns mal hier rum kümmern. Können wir den noch zu irgendwas Sinnvollem befördern? Nö. Stadt ignoriert Druck- und Kampfeffekt durch Religion, die nicht vom Gouverneur Spieler gegründet wurden. Nee, auch noch interessant. Okay. Wo sitzt denn der überhaupt zur Zeit in Dundee? Das müssen wir doch mal gucken. Dundee ist doch hier, ne? Aber da haben wir keinen Campusgebäude, das sitzt komplett falsch, also wir brauchen einen neuen Bodenbrecher. So, und die Madame kommt nach Dundee, würde ich sagen. Dundee. Und ihn schicken wir auf jeden Fall dahin, wo es eine Forschungseinrichtung gibt. Den brauchen wir da, den brauchen wir da, sonst gibt es nirgendwo Forschung außer da noch. Ja, na dann schicken wir nach Stirling. Sowieso kein Gouverneur. Bum, 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 bum. Stirling. Dann können wir den das nächste Mal auch noch befördern. Dann kriegen wir noch mal ein bisschen was. So, was brauchen wir denn? Das ist schon mal nicht schlecht, dann können wir günstiger aufrüsten. Weil ich sowieso ein paar veraltete Versionen habe. Plus, wenn zu Beginn der Runde in freundlich gesinnten Gebiet. Ich brauche aber das zur Zeit. So, was ist. Was war das jetzt? Habe ich nicht gewählt. Also nochmal, wo waren das jetzt? 50% Berufsarmee, das war doch das. Ja. Hm. Das war eine ungünstige Position für dich, dass du dich dahingestellt hast. Da machen wir jetzt einen Rest, hoffe ich doch. Geh doch. Okay. So, jetzt müssen wir da mal gucken, dass wir da die wieder zufriedenstellen. Wen können wir denn da wegnehmen? Nur so Produktionsschasch wahrscheinlich weg, oder? Was, das langt nicht? Da müssen wir doch einen davon wegnehmen. Wenn wir da nochmal was hinbauen, das müssten wir doch nochmal erhöhen können, oder? Nochmal eine Farm. Also kein Wachstum mehr hier. Das ist nicht so gut. Oh, da drüben noch einen. Müssen wir wieder Missionar gründen. Hier laufen mir schon wieder so viel Fremde rum. Thank you.
Ich glaube, die will uns als nächstes angreifen. In der Hoffnung, dass Toronto das überlebt. Wie beschießen die ihn jetzt? Achso, die haben auch noch ein Sch- Ach, die haben eine Freiwolle Fregatte. Hat da jemand gerade die Säbelgewetz da drüben, in Franzosen? Wir brauchen jetzt unbedingt Schießpulver. Okay, 3. Ja, dann kriegen wir zumindest nochmal wieder Wachstum. Ist echt ein Problem jetzt. Du darfst erstmal da zurück und dich ausruhen. Wie schaut's denn? Das langt nicht. Muss ich noch 2, 3 Runden warten? Ich brauch das Schießpulver jetzt. Sonst hauen die mich zu Klump. Die Sternenkunde ist es, die eine Sicht. Schön, wie die immer rumfliegen. ja. Das war's, oder? Er ist vernichtet. Okay. Der soll mal was bauen, dann ist er nämlich Auffahrt. So, dann. Okay, da sind wir jetzt immer fertig mit dem. Können jetzt noch die Universität hinzimmern, die brauchen wir, und wir holen uns den Kollegen und dann können wir den da hinschicken und dann darf er mal endlich was schreiben. Und weil sie so wunderschön war, nannten sie sie Prinzessin Goldlöckchen, denn ihr Haar war feiner als Gold, wunderbar schön, und es reichte in Locken bis zu ihren Füßen. So, dann haben wir das auch geklärt. Ich habe noch einen Tempel in Headington. Und hier haben wir noch eine Literaturmöglichkeit. So. Dann haben wir. Da geht's aber auch nicht so recht voran mit dem Wachstum, oder? Da ist auch Stillstand. Da müssen wir den mal abziehen, und zwar. Kornspeicher erhöht die Nahrung. Das brauchen wir jetzt als erstes mal. Dann die Stadtmauer, die lassen wir mal. Wie schaut's denn hier? Loyalität ist immer noch fallend. Ich krieg das hier nicht gewuppt. Annehmlichkeiten brauchen wir jetzt. Das dauert aber ewig lang. Ich kann's mal nicht kaufen. Ja, auf kurz oder lang geht es nur darüber. Wie viele Einwohner haben wir denn überhaupt? Zu wenig. Zu wenig. Gut, aber es kommt gleich einer. Gut, wir probieren das mal, ob wir das hinkriegen irgendwie. Ich würde sagen, da ist nämlich nichts. Ja, wo war Sansibar? Kathedrale, Universität von Oxford. Ja, Wunder gehen mir auch langsam aus, beziehungsweise ich hatte schon lange keine mehr. Sollten wir dann Wunder bauen? Wir haben bloß im Moment keine Stadt, die das leisten kann, richtig. So, was ist jetzt da oben los? Oh, die sind immer noch am Kämpfen.
Was ist mit dem Musketier? Ich brauche noch einen Handwerker, ich muss nämlich unbedingt die Dinge wieder reparieren. Wir können uns was kaufen. So, jetzt brauchen wir nur noch einen Handwerker. So, das bringt ja nur was, wenn ich eine Werkstatt habe. Erst Wunder oder erst... Wir machen die Werkstatt als erstes. Wenn du so gut und großmütig bist, mich freizulassen, sprach der Delfin weiter, werde ich dir zu meinen Lebzeiten zu Diensten sein, sodass du deine Güte niemals bereuen wirst. Okay, da haben wir schon mal das eine Werk gefüllt, beziehungsweise die eine Speichermöglichkeit. Ich brauche einen Handwerker. 24, nur sauber. Ja, hilft nichts, ich brauche den da unten. Was anderes kann ich jetzt nicht irgendwo großartig stoppen mitbauen und dann irgendwas anders machen. Ja, kümmert euch mal ein bisschen darum. Den müssen wir mal wegschicken, ey. Der steht ja so blöd rum. Neue Meinungen gelten immer als. Nee, da machen wir halt großer Schriftsteller haben wir. Wir könnten auch mal großer Künstler sammeln. Doch mal die Reformkirche mit. Golfplatzmodernisierung plus eine Annehmlichkeit, okay. Oh, da könnten wir vielleicht unser Problem hier oben erledigen. Das wäre natürlich ein Träumchen. Bräuchte ich aber jetzt doch da nochmal wieder einen Handwerker und da haben wir noch einen. Den schicken wir mal da runter. Weil wenn das mit dem Golfplatz klappt, dann wäre das ein Träumchen. Ja, Schotten sind ja sowieso, das ist ja irgendwie das Golferparadies. Als ich damals in Schottland war, da gab es so viele Golfplätze. Das war da echt der Wahnsinn, also das ist das Mekka für Golfspieler. Und vor allem auch riesige Flächen, also was da Flächen verbrutzelt worden ist. Nur wegen dem Sport. Achso, der kam von oben runter. Das war der eine, den ich schon vor längerer Zeit losgeschickt habe. Ich wollte schon gerade sagen, wo kommt denn der plötzlich her? Kannst du irgendwas an Wundern bauen? Oh, das ist dauert zu lang. Ja, ich würde sagen, wir holen jetzt doch mal das Industriegebiet hier hoch. Das hilft ja nichts, ich brauche Produktionspunkte. Okay. So. Kongolese. So, was ist jetzt mit euch da oben los? Ihr habt's verloren, hä? Was ist denn da gerade abgesoffen? Okay.
Okay. Die halten sich aber ganz schön tapfer da oben. Die haben eine ganze Armee zerlegt. Ich möchte mich, was Himmel und Hölle betrifft, nicht festlegen. Habe ich doch da wie dort. Ja, wir bleiben auf Monarchie. Weil die ist auch noch Monarchie, oder? Ja. Das bringt nichts, auf irgendwas anderes zu wechseln. Aber einen kleinen Krieg im Haus. Jetzt muss ich doch nochmal gucken. Naturforscher, wir sollten mal in die Richtung gehen. Können wir nämlich Archäologie machen. Ja, das machen wir. Gut. Aber das soll es erstmal für heute gewesen sein. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.